Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Eat hier auf meinem Kanal. Heute geht es wieder mal um die Vernaschte Welt Snackbox, die April-Version. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze doch einfach mal an und öffnen es gleich mal. Mal schauen, um welches Land es sich heute dreht. Eine schöne Postkarte. Mexiko. Okay, interessant. Hola, Freunde des Naschens. Platz da. Jetzt kommt sonnige Lebensfreude und muntere Feierlaune. Willkommen in Mexiko. Inspirierende Kultur, rhythmische Musik, gute Stimmung und köstliche Süßigkeiten erwarten euch hier. Was will man mehr? Also den imaginären Sombrero aufsetzen und los geht die Tour. Genießt den Kurztrip in die Welt von Mexiko. Hauptstadt Mexiko-Stadt, Amtssprache Spanisch, Einwohnerzahl 126,2 Millionen. Nicht schlecht. Währung mexikanische Peso. Typisch mexikanisch, bunte Sombreros, mystische Maya-Tempel, mexikanisches Essen. Und dann noch die Fun Facts. In Mexiko wurde das Farbfernsehen erfunden. Wirklich? Okay. 260 Millionen Liter Tequila werden jährlich produziert. Mexico City wurde auf weichem Boden gebaut und sackt jedes Jahr um 15 cm ab. Der Meteorit, der die Dinosaurier auslöschte, schlug in Mexiko ein. Mexiko ist das Land mit den meisten Taxis. What? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre Amerika, aber okay. Katholiken in Überzahl. 83% der mexikanischen Bevölkerung sind katholisch. Dann wie immer natürlich hier Routenplaner, was man alles erleben kann. Was in der Box drin ist, das interessiert uns jetzt mal nicht. Und ein Quiz. Welches Gebiet war das Zentrum der Maya-Kultur? Wie viele Zeitzonen gibt es in Mexiko? Interessant. Ich würde sagen, wir starten doch einfach mal gleich mit dem Let's Eat. Mal schauen, was es so alles in Mexiko gibt. Rancheritos, el mero mero sabro, sabor ranchero. Sieht mir nach Chips aus. Wahrscheinlich auch scharfe Chips, denke ich mal. Para los meros meros, el único sabor ranchero. Das Ganze sieht so aus. Chips, wie man es eigentlich so etwa kennt. Okay, die sind lecker. Schmecken etwas nach Mais, also ähnlich so wie Tortillas. Stimmt das? Tortillas, glaube ich. Und etwas Paprika, würde ich sagen. Leider alles auf Spanisch. Deshalb kann ich das nicht genau sagen, aber hier steht etwas mit Mais. Elaborado con Mais, also wahrscheinlich Mais. Die sind echt lecker. Oh no. Kann man machen. So, sorry für den Cut. Da geht's gleich weiter. Ich habe vergessen, ein Thumbnail zu machen, bevor ich alles aufesse. Von daher, let's get started again. Gleich mal weiter mit Chips von Pringles. Chile y Limon,
Botana Gruyente a base de Papa, Sabor a Chile y Limon. Irgendwas mit Zitronen, genau. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Pringles, eine kleine Pringles-Packung mit Chips. Nichts Besonderes. Ich würde sagen, öffnen wir doch gleich mal. Oh no. Leider alle kaputt. Sehr schön. Zum Glück habe ich diesmal daran gedacht, einen Teller zu nehmen. Pringles, Chips, nichts Besonderes. Riechen jetzt auch nicht unbedingt nach irgendwas. Im Nachhinein spürt man etwas den Zitronengeschmack. Sind eigentlich auch ganz lecker, würde ich sagen. Und haben, glaube ich, auch Chili dran. Also erfrischend und trotzdem scharf. Finde ich gut. Schade, dass es die nicht in der Schweiz gibt. Dann geht's weiter. Wir haben jetzt sonst noch hier so nur noch süße Sachen. Nuevas Kellogg's Galletas Frost Loops. Galletas de trigo. Adicionadas con vitaminas y minerales con sabor a frutas. Irgendwelche Fruit Loops Dinger. Sehr interessant. Öffnen wir doch gleich mal die Packung. Okay. Riechen speziell. Ich kann es nicht genau sagen, nach was sie riechen. Also irgendwas erinnern sie mich auf jeden Fall. Sind ganz lecker. Auf jeden Fall schmecken sie auch etwas unterschiedlich, je nach Farbe. Leider habe ich keine Ahnung, an was die Dinge mich erinnern. Aber sie sind gut. Fruit Loops. Sieht schon mal ganz gut aus, dass jetzt alles Sachen sind, die lecker sind bisher. Hershey's Cookies and Cream. Hershey's kennt man auch hier. Sind so Schokoriegel anscheinend. Hoffentlich kann ich die Verpackung irgendwie öffnen. Okay, gut, die sind noch einzeln verpackt. Sieht lustig aus. So kleine Hershey's Riegel. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Cookies and Cream. Sieht mir aus nach weißer Schokolade. Ich denke mal, die sind sicher auch lecker. Sehen so aus. Leider etwas überbeleuchtet, tut mir leid. Wegen weiß auf weiß.
weiße Schokolade außenrum. Und innen so waffelmäßig. Nicht viel anders. Eigentlich nicht viel anderes als die Waffelcookies, die man hier im Supermarkt kaufen kann. Einfach mit weißer Schokolade außenrum. Sind ganz lecker. Kann man machen. Passatempe. Komischer Name. Schokomix. Auch von Nestle. Und Galak. Das Ganze sieht so aus. Passatempe. Komischer Name irgendwie. Das MP am Schluss. Eigentlich heißt es ja immer Nestle, sollte man nicht unterstützen. Da die mittlerweile einen schlechten Ruf haben. Aber anscheinend haben die hier eine Zusammenarbeit mit Nestle, könnte man fast meinen. Okay, das sieht lecker aus. Das sieht sehr lecker aus. Das sind so kleine, viereckige Schokodinger mit Creme dazwischen. Das sieht sehr lecker aus. Riecht sehr nach Kakao. Ist auch Kakao. Sehr komisch, wenn nicht. Die sind sehr lecker. Echt zu empfehlen. Passatempe. Galak. Sehr lecker. Dann nehmen wir kurz einen Schluck zu trinken. So. Dann haben wir hier noch Cookies. Garoto Cookie Original. Gotas de Chocolate au Leite. Sorry für mein Spanisch, gar nicht gut, aber anders geht's nicht. Cookies sehen bisher noch ganz normal Cookies aus. Contem tripacotes. Come to Cookies. Mal schauen, ob die auch so lecker sind. Manchmal finde ich es ja gut, dass die Sachen einzeln verpackt sind, aber es ist eigentlich auch eine Verpackungsverschwendung. Aber wenn man nicht alles auf isst, ist es eigentlich ganz gut. So, klein verpackt nochmal extra. Normale Cookies. Sieht ganz lecker aus. Riecht auch wie Cookies. Was soll man da auch anders erwarten? Sind normale Cookies. Nichts Besonderes eigentlich. Außer dass sie lecker sind, dass sie etwas eine andere Konsistenz haben.
Da wir gerade ja noch bei Schokolade sind, nehme ich mal das hier. Auch wieder von Nestle. Wer hätte es gedacht? Prestigio Wafer. Beso Liquido. Wafer Ricciato Sabor Coco. Nestle Waffeln sehen auf dem Bild zumindest auch ganz lecker aus. Mal schauen, ob sie das auch sind. Auf jeden Fall warte ich jetzt gerade eine Sauerei, da Waffeln niemals gut sind, wenn es um Krümel geht. Und die Verpackung kann man richtig gut aufmachen. Wow. Ja. Boah. Auf jeden Fall kommt ein richtig guter Schokoladenduft hervor. Ah, mit dieser Verpackung. Oh Mann. Wie gesagt, Krümel sehen so aus. Lange weiße, schwarz-weiße Waffeln. Oh Mann. Alles über den Schreibtisch. Auch die sind eigentlich sehr lecker. Riechen sehr stark nach Kakao. Das merkt man. Die sind auch ganz gut. Allerdings bin ich jetzt nicht so unbedingt der große Waffelfan. Aber sie sind lecker auf jeden Fall. Dann weiter geht's mit Chupa Chups Extremes. Dulce Acidulado Sabor Mora Azul. Interessanterweise kommt überall das Wort Sabor vor. Keine Ahnung, was das bedeutet. Sind so saure zungenmäßig. Mora Azul ist dann wohl wahrscheinlich Himbeere, wenn ich das so richtig sehe. Ich bin gespannt. Saure Sachen sind immer gut. Finde ich zumindest. Nehme ich mir mal da ein halbes Ding raus. Also das Ganze sieht so aus. Recht lang. Ich nehme mal die Hälfte. Schön sticky. Sind sehr süß. Haben einen leicht fruchtigen Geschmack. Finde ich gut. Aber leider gar nicht so sauer, wie es eigentlich angepriesen wird mit dem Extreme. Von daher vom Sauregrad eher enttäuschend. Aber ansonsten ganz gut. Kurzen Cut, ich gehe mal kurz die Hände waschen. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder schon. Jetzt zu guter Letzt haben wir hier noch das obligatorische Getränk. Jarritos. Fruta Limón Mexicana. Gue Bueno Sazón. Eine Limonadendose. Das letzte Mal hatten wir ja auch schon so etwas Ähnliches. Aber mit Zitrone. Das Ganze sieht so aus. Jarritos Fruta Limon Mexicana. Refresco Sabor a Limon. Auch hier wieder Sabor. Mich interessiert gerade mal, was dieses Wort bedeutet. Ich gehe ganz mal kurz mal googeln.
kleinen Augenblick. Geschmack, okay. Ja, das erklärt vieles. Also Geschmack Moraz Azul, Geschmack mit Limonade. Ja, haut hin. Eigentlich wäre es natürlich lecker, wenn es kalt gestellt wäre. Aber so straight aus der Box ist es natürlich nicht gerade kalt. Auch dieses Getränk riecht etwas nach Sprite, für die, die es kennen. Auch hier wieder sehr viel Kohlensäure. Aber im Sprite ist das ja genau gleich. Schön sauer, erfrischend. Finde ich gut. Auf jeden Fall leckerer als das letzte Getränk aus der Metzbox, da das zu intensiv war im Geschmack, finde ich. Aber das hier ist wirklich sehr gut. Genau. So, die Box ist dann auch schon leer. Erstaunlicherweise wirklich sehr viele Sachen, die lecker sind. Also eigentlich fast alles. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Chips sind sehr fein. Also sehr lecker. Genau, dann gehen wir doch mal zum Heft über und schauen uns mal an, was wirklich alles hier drin ist. Mit den Rancheritos fangen wir gleich mal an. Die schönen Chips hier. Authentischer Snack im Mexican Style. Mais Tortilla Chips mit Chili Flavor, habe ich gesagt, mit Chili. Extra mit pikanter Salsa oder Jalapeno Dip. Okay. Mit Salsa und Jalapeno Dip wäre es auch so noch besser. Die sind wirklich sehr zu empfehlen. Rancheritos sind sehr lecker. Eigentlich besser als Tortilla Chips, finde ich. Pluspunkt. Dann hatten wir ja hier die. Wo sind sie? Die Pringles. Die leckere kleine Pringles-Dose hier. Chile y Limon. Pringles, Chile y Limon. Jetzt wird es gleichzeitig feurig und fruchtig. Wie das gehen soll? Antworten findet ihr bei Pringles, Chili und Limetten. War auch sehr lecker. Erfrischend, aber trotzdem scharf. Finde ich gut. Sind auch auf der guten Liste. Dann hatten wir hier die Fruit Loops, glaube ich. Das waren die hier. Die Galettas Fruit Loops. Mehr Farbe am Frühstückstisch. Bunte Getreideringe mit leckeren Fruchtaromen. Frühstückssnack zum Mitnehmen. Sind auch ganz gut. Fruchtig. Von der Form erinnern sie mich gerade etwas an die Willi Sauerringe. Vielleicht kennen die ein paar Leute. Ein Schweizer Produkt. Gut, dann geht's weiter mit. Was hatten wir nachher? Ich glaube, die Hershey's hatten wir dann. Die kleinen Riegel hier. Hershey's. Cookies and Cream. Stück für Stück ein Genuss. Ein Traum aus cremiger Hershey's Schokolade und zarten Cookies Waffeln. Sind auch ganz gut. Finde ich besser als die. Sorry, das war die GoPro. Die DJI Action Cam. Ich wollte sagen, die sind fast leckerer als die anderen Waffelbars. Hershey's. Auch ganz gut. Bisher alles nur zu empfehlen. Dann hatten wir die Cookies, glaube ich, hier. Die kleinen Cookies. Garotto Cookies oder Garotto Cookies Bunt from
con Confeitos. Das waren die normalen Cookies, die Garotto Cookies. Auf die Plätzchen, fertig, los. Entweder ganz klassisch mit Schoko oder mit bunten Drops. Das wären hier die klassischen mit Schokolade, auch ganz gut. Die Konsistenz ist etwas anders als bei Cookies, die man bei uns kaufen kann, aber besser, finde ich. So, da bin ich wieder. Da war leider der Akku von der Kamera leer. Ganz doof gelaufen. Hat man vielleicht gemerkt. Wir waren ja hier noch bei der finalen Runde, zum Schauen, was alles in der Box wirklich drin war. Und das waren ja wir waren ja bei den Passatempos, heißen die Dinger eigentlich wirklich. Dieses Schokoting hinter dem PS soll ein O darstellen, also Passatempo. Galaktischer Geschmack, süße Galak-Creme zwischen zwei köstlichen Schokokeksen, perfekter Genuss für zwischendurch. Ja, genau, also das kann ich bestätigen, die Dinger sind wirklich sehr lecker, wirklich zu empfehlen. Auch wieder auf der Plusliste, bisher eigentlich fast nichts auf der negativen Liste, würde ich sagen, von dieser Box. Dann hatten wir da hier noch diese Prestigio Waffeldinger. Leider kann ich das schlecht zeigen, da ich sie falsch herum aufgemacht habe und sie sehr am Krümeln sind, diese Dinger hier. Prestigio Waffel Coconut Cream, it's like a dream. Waffelkeks mit leckerer Kokoscreme-Füllung. Buen Appetito. Also, dazu sei gesagt, für Waffel-Leute, die gerne Waffel-Snacks haben, sind sie bestimmt wirklich sehr lecker. Für mich eben, wie gesagt, Waffeln und ich sind nicht so der beste Freund. Aber trotzdem sind sie eigentlich sehr gut. Und haben einen sehr intensiven Schokoladengeschmack, finde ich. Genau. Und dann gab es auch noch hier die Chupa Chups Extremes, die ja ihren Namen nicht ganz verdient haben, da sie ja nicht so extrem waren. Extreme Naschgefahr, süße Bonbonstreifen mit Blaubeergeschmack. Chupa Chups sind die schnell weg. Genau, der Extreme-Faktor ist jetzt hier nicht so gegeben. Da kann ich durchaus saurere Dinge. Aber trotzdem sind sie lecker und erfrischend. Auch auf der Plusliste zu empfehlen. Und dann gab es da hier noch das Getränk. Die leckere Dose. Yaritos Lim. Erfrische deinen Gaumen mit einem mexikanischen Kultgetränk. Limettengeschmack. Salut. Wirklich sehr lecker. Und erfrischend. Das andere Getränk wäre etwas mit Mandarin gewesen. Hätte mich jetzt auch noch interessiert. Da ich ja schon in der letzten Box so ein Getränk drin hatte mit Zitronengeschmack. Aber das ist auf jeden Fall wirklich leckerer als das letzte Mal. Genau, und dann war es das eigentlich auch schon mit dieser Box. Dann hätten wir alle Gegenstände von Mexiko. Dazu sei noch gesagt, ich finde solche Boxen wirklich sehr interessant. Ich habe noch einen Petto, die diesen Monat kommen soll, auch von Vernaschte Weltbox. Und dann war es das erstmal. Vielleicht bestelle ich auch noch weitere Boxen, mal schauen. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für Snackboxen oder Mysteryboxen oder sonst irgendwas, gerne in die Kommentare schreiben. Ich schaue mir das Ganze mal an. Denn ich selber finde es auch wirklich immer sehr interessant, solche Boxen hier zu unboxen oder zu essen. Snacks sowieso aus anderen Ländern, das ist immer sehr interessant. Genau. Damit würde ich sagen, das war's dann für diese Folge vom Let's Eat. Vernaschte Welt Snackbox April, genau. Von Mexiko.
Und dann kann ich nur sagen, gracias por vernos y hasta la vista próxima. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!